Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Zerfen Tournee. Ich möchte gerade losziehen und was ploppt. Besuch. Ich möchte mit euch zusammen meine XP-Punkte vergeben. Ich habe nachts ein bisschen Bergbau betrieben, Eisenerz gefördert. Und nun habe ich 3 Punkte vergeben. Das heißt 3 Stück. Ich wollte mir eigentlich, was ich will, ich möchte mir und zwar Richtung Ingenieur. Und zwar also Fortschritt Ingenieur gehen. Und das heißt, mir fehlen aktuell noch 2 Punkte. Genie. Gehen wir mal. Dann jetzt noch nicht. Muss ich Superhirn, ne? Superhirn. Da schauen wir mit Topschuss und ja, fehlt mir wieder 1 Punkt. Na, 3. Okay. Das Genie hat mir 3 Punkte gekostet. Okay. Ich glaube, hier haben wir noch was drin, ne? Werden wir mal erstmal ausleeren. Ja. Da bringen wir mal hoch. Die Tür machen wir auf jeden Fall zu. Ich habe hier auf Besuch keinen Bock. Für die Gäste. Stehen vor der Tür mal rein. Strom hat sich abgeschaltet. Sehe ich so ein. Natürlich hier wieder Schaden gemacht, ne? Ja, sicherlich. Ist zwar kaum was zu sehen, aber ein bisschen Schaden ist. Ich hatte ihn auch ein bisschen repariert gehabt. Eigentlich sollte jetzt Strom drauf sein, aber gut. Hat nicht funktioniert oder ging aus. Kann am Relais liegen. Zeitschalter oder der Benzintank umher, könnte auch sein, aber das wollen wir uns nicht, dass wir jetzt abhalten, ein paar Sachen zu loswerden. Ja, das ist das. Samen, ne? Samen. Ah, hier ist der Teil, okay. Ich mache das mal irgendwo rein. Irgendwo ist gut. Soll ja auch Sinn ergeben normalerweise. Also das ist eine. Ich habe nämlich ein paar Dinge, die sind von Wert. Also von der Schatztruhe gab es ein bisschen Gold und Silber Nuggets. Ah, hier ist es. Wir machen das mit zu, also Goldklumpen, da ein Wert von Stück von, oh Gott, heftig. Und das kostet 3000, naja, also aus Gesamtprinzip. Okay, das können wir auch verkaufen. Das auch, Bauplan ist immer gut. Nimmt der Händler ganz gerne. Und das Medizin, da machen wir hier mal rein. Federn. Geht um 52, gestorbenes Fleisch, Knochen, hatte ich irgendwo gehabt, aber ich habe es ein bisschen eilig, ich möchte mit euch gerne auf Tour gehen. Die Tabletten müssen keine 12 dabei haben, das Ding brauchen wir auch nicht, der Rest kann drin bleiben. Pistole haben wir genug Schuss, da werden wir die Pistole nehmen. Dann ist es da raus. So, zu. Jetzt können wir auflassen.
Wir gehen jetzt los. Jetzt können wir wieder fahren. Aber aktuell kein Ziel. Wir werden nur einfach irgendwo hinfahren, ne? Ups. So, müssen wir einstellen mit der Maus. So. Die Lenkung ist gewöhnungsbedürftig mit der Maus, aber gut. In der Eiswelt ist ja nicht so ideal, aber gibt es was zu erforschen, ne? Na, das ist die Geldtaste. Karte. Hier war es ja herrlich, ne? Müssten wir mal die Richtung fahren, wo wir nicht kennen, ne? Das hieße geradeaus und dann die Hauptstraße folgen. Machen wir mal. Wir haben früh am Tag. Um 7. Mehr oder weniger. Machen wir gerade einen Down ungefähr für eine halbe Stunde. Länge vor, also bevor es nicht so lang wird. Wenn es das Bandnis sein sollte, dann werden wir natürlich ein bisschen länger machen, und wenn es bloß um Fahren geht, dann kann man auch entsprechend von hier abbrechen und dann Moped fahren, ne? Das ist nicht interessant, ne? So sehe ich das mal. Und hier haben wir schon überall mal geguckt, denke ich mal. Für jedes Haus weiß ich auch nicht genau. Wir fahren jetzt auf der linken Seite weiter. Vorne ist halt mal ein Sportstadion gewesen. Da waren wir schon mal gewesen. Und da vorne war Polizei. Da waren wir auch schon mal. Große Ausbeute, muss ich sagen. Hatten wir da nicht. PKW. Ja. Aktuell stand die Munition her. 130er irgendwas. Also nicht schlecht. Brauchen wir auch wieder. Gelbe Kiste, heißt gelbe Kiste, Kiste an sich, ganz oben. Ganz oben, da werden wir hinlaufen. Und dann weg auf, wenn wir. So eine Kiste lasse ich ungern stehen. Wenn wir die noch mitnehmen können, dann nehmen wir die mit. Adlerauge, sei wachsam, überall sind die Zombies. Junge, wie können die einfach die Kiste so hier oben hinbringen, ganz oben? Das kommt mir bekannt vor, das haben wir schon mal gehabt. So, gehen wir ganz oben rauf. So. Rundumblick. Besonders nicht zu sehen, ne? Polizei. Das Gebäude wäre noch interessant. Und dann hier Waldmeister hier, Förster werden wir gleich ein bisschen bearbeiten, ne? Weil. Naja, wohl. Und Moped. Wo ich die Karre hingepackt? Die Karte ist halt irgendwo. Ach, hinterm Busch sicherlich. Ah, da. Ja, den lassen wir stehen. Sei dann, komm zu mir und will einen guten Tag sagen. Das will er auch nicht. Dann lassen wir ihn liegen, ne? So. Das Polizei. Da war nichts zu holen. Anführungszeichen.
Da vorne ist, was ist das für ein Gebäude? Ich sag mal, heute bin ich flexibel. Das sieht recht groß aus, ne? Jetzt ja, mit Bus. Guck mal eine Karte rein. Aha, okay. Als erstes Mal durchsuchen wir mal die ganzen Fahrzeuge hier. Obwohl ich eigentlich nicht zum später looten möchte, wenn ich reingehe und mit vollem Gepäck ist es etwas ungünstig. Und das hat sich gelohnt. Pokal ist gut. So. Zerlegen. Hier hat ein schönes Hof. Könnte eine Schule sein oder sowas, ne? Könnte. So. Habe ich eine Elektrozange mitgenommen. Und keine Axt. Die Axt nicht, ne? Das ist typisch. Doch, die Axt ist dabei. Da hab ich. Aber ich muss das Schrotgewehr nach vorne holen, die Pappkammer. Und die brauche ich. Und jetzt werden wir mal kurz anklopfen. Dach. Der Lehrer. So, nachladen. Hier sollen auch Messi drin sein. Oh, Wissen. Das ist sehr gut. Man lernt viel Amboss. Also so ein. Ne, das ist ein Mod, ist irgendwie. Auch nicht schlecht. Munition! Papier. Stuhl brauche ich keine mehr. So. Mir ist das Ding hier ganz. So, 7 Bronze, immerhin. Und 6 Bronze. Das gibt Federn, können wir zerlegen. Der Mülleimer, ach so. Papier, Mensch, Papier, Papier. So. Weiter geht's. Ich bin Papier, du. Das ist von der schnellen Sorte. Das ist ein komisches Ding hier.
Küche? Nö, ja. Hier müssen wir sehen, was ich überhaupt nicht finde. Ne? Nicht, weil wir ein volles Gepäck haben hier und dann nachher nicht laufen können. Das ist nämlich ganz blöd. Spielplatz. Aha. Wie nett. Wie gesagt, das sieht aus wie in einer Schule. Ja. Gehen wir nach oben. Cool. Ich wollte doch nicht sammeln. Ja, das ist eine Art Fahrstuhl. Muss ich mal ganz kurz Medizin nehmen. Und zwar habe ich nicht mit gerechnet. Gegen die Infektion muss ich mir zu Hause was einfallen lassen. Also im Prinzip da was nehmen. Das habe ich gelernt. Gut. Ich bin auch nicht alleine. Interessiert. Da habe ich mit keinem gerechnet. Und ein Hochkommen. Da sind die blöden. Die Förster hier. Noch ein Dollar daneben. 88 ist ein bisschen wenig. Wie kann ich nicht verwenden? Trinken wir was. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ach, wir haben Antibiotika da, da können wir es nehmen. Gegen die Infektion. Zumindest das. Bisschen können wir ja tun, Binde und so, ne? Aber mehr geht auch nicht. Blöde Tür. Gut, dann werden wir schon hier. Erstmal gucken, immer sichern. In die Ecke gehen. Kann man nicht erlauben. Interessant.
Da habe ich das Glas nicht drauf geschossen. Gut, das ist mir noch egal. Irgendwo einer. Klopf wie Verrückter. Oh, der kommt zu mir. So. Dann nehmen wir schon mal den dritten Erfolg, ne? Der ist schon wieder angekommen hier. Gut, Papier ist sinnlos, ne? Anführungszeichen. Gut. Das ist doch ein Zeichen, ne? Ja, ich habe das Ding zerstört. Gut, nicht gut. Ich sag mal so, blöd gelaufen. Das kann ich noch nicht ändern. Papier ist nicht gut. Gut, dann mal kurz lernen, was wir lernen können. Und dann können wir ein bisschen Gepäck sparen, ne? Der Schlagmann. Mit viel Schwung, Laune, Modell, Volltreffer, aus dem 10er Schaden knüppeln. Feuerwehrmann, Band 7. Kühlmaschenmod. So, das brauchen wir nicht lernen, das ist, bekannt. Der Schlagmann Band 3. Das ist gut. Naja, wozu gut, aber man nimmt das halt mit, ne? Ob man hier gebrauchen kann, ist ja eine Frage. Aber bestimmt, irgendwo immer eine Verwendung. So, hier geht's um die Ecke. Wo die wohl Akten haben, du? So, geh mal in Höhe. Oben ist meine Munition. Oh, Dachterrasse. Na, Geier. Geier habe ich. Mit dem Hund nicht gerechnet. Das war echt so. Bei Hund habe ich ein bisschen Respekt, weil die sind ja so flink. Na ja, gut.
geschlossen. Das heißt, wir müssen uns den Ram pickern. Jetzt Kontrolle machen, wie wir hier Brüder hier sind. Solarzellen. Da scheint eine Heizung zu sein und wir sind kühler. Messer, ein bisschen faul, Messer rauszuholen. Aber die Knochen nehme ich mal mit. Also. Ja. Mehr Punkte brauchen, Mann, wenn wir 3 Punkte noch wieder. Um das nächste Ding lernen zu können. Dann reicht's noch nicht. Ja gut. Ist halt so, ne? Und das jetzt dauert doch ewig lange, bis man jetzt hier Punkte bekommt, ne? Aber die Kiste will ich rein, da ist bestimmt cool drin. Quatsch, Munition drin oder falsche Waffen. Bessere Waffen vielleicht, was wir haben. Vielleicht ein besseres Jagdgewehr, bessere Pappkam. Ab Stufe 4 ist okay. Ja, ein Jagdgewehr. Muss ich kurz mal auf die. Ne, das wäre nicht gut. Na ja, gut. Das können wir nicht gebrauchen. Das lassen wir gleich hier. Das gibt nur Probleme, das ist uralt. Das ist. Da können wir es herstellen vielleicht irgendwann, ne? Das haben wir sowieso drin. Wo haben wir das? Da. Zu uns. Zerlegen. Also wir haben immer noch ein paar Zombies drin, ne? Also wir müssen mal ganz kurz gucken. Und zwar brauchen wir den da. Wir brauchen mehr Teile fürs Basteln und Tun und Machen. Darum brauchen wir jetzt auch möglichst viele Mechanikteile, Tunnelteile. Das gibt's gar nicht, der Messingkörper. Mit zwei Eiern. Das heißt. So erschrecken, nur was auspacken hier. Umpacken. Das ist typisch. Ich kann den Messingkörper nicht liegen lassen. Ja, da bin ich aber voll. Das ist schlecht. Messingkörper können wir nicht liegen lassen, ne? Das ist ein tiefer Fall, das wollen wir nicht. So,
Genieß mal die Aussicht. Da oben will ich hin. Kann man nicht viel sehen, ne? Also ohne Straßen. Immer ganz kurz zum Moped laufen und dann mal schauen, ob wir da was noch machen können. Da hat der sich hier hochgearbeitet. In Anführungszeichen. Und hat sich hier durchgeschlagen. Und ich mache den großen Umweg, ne? Dann wusste ich ja, wo der Lärm herkommt, ne? Ja, wir sind voll. Das war hier zu holen. Eine Mülltonne und das muss so Art hier ja, Schulhof gewesen sein oder Schule an sich, aber mit dem Kleinen, ne? Aber gut, Schulbus, ja, das wird Schule gewesen sein. Aber Kinderzombies haben wir zum Glück nicht. Das wäre nämlich ein ganz schlimmer Anblick. So, Gas. Ich probiere mal hier direkt zu fahren, was da oben ist. Ob wir da was finden. Was Brauchbares, ein Gebäude oder so. Ist ja so ein Gebiet, was wir noch mitten erkunden können, ne? Also. Natürlich ist gefährlich. Da oben könnte es relativ Strahlung geben. Zum Rand der Karte gibt es immer Schalung, Anführungszeichen. Damit man nicht von Karten darunter fällt, hat man gelesen. Ja, ist halt so. Und wenn das eh zu Ende ist, dann brauchen wir da auch nicht hinfahren. Ne? Aber dieser Strahlung ist tödlich. Ah, hier, ja. Auch nicht fahren. So. Guck mal, eine Karte. Ja, mal schade aus Kartenrand, ja. Das ist so. Gut, wir wissen Bescheid. Kommst du jetzt her? Aber ich brauche keine Beute. Ich habe noch genug Fleisch da. Geh doch mal zum Kartenrand. Ja, Kartenrand, genau. Zum Ende der Welt hier. Ja, wir fahren jetzt zurück. Dann seid mal tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Wie gesagt, wenn ich vollgeladen bin, geht's zurück. Wir haben wieder ein Gebäude geschafft. Und beim nächsten Mal, ja, sehen wir weiter, ne? Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.